Herzlich willkommen zurück zum verstrahlten Let's Play von Fallout 4 hier auf meinem kleinen Kanal. Ja, willkommen zurück in der Shaw High School war es, glaube ich. Switchen wir eben einmal die Waffen durch, futtern uns noch eben was rein, damit wir volle Energie haben, denn wir werden es hier mit Sicherheit mit dem einen oder anderen Supermutanten zu tun bekommen. So, Waffen sind aufgeladen. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, mit welcher wir starten sollen. Ich glaube, wir fangen mit der 10 mm an. 12 mm wollte ich jetzt schon sagen. Was hat denn? Nix, okay. Ja, schauen wir mal, was wir hier haben. Wir sind an dem Gebäude ja eher so durch Zufall vorbeigekommen beim letzten Mal. Und gucken jetzt mal. Ich höre zumindest nichts. Ah, ich mit meiner großen Klappe. Der ist oben, okay. Curie, halt dich zurück. Blöde Geräusche. Irgendwo da oben muss der sein. Was das? Ja, komm, den kriegen wir. Zack. Guck mal, der kann noch nichts. Achso, hier ist so eine Töle. Wo kommt die denn aber mal her? Okay, und wo so eine Töle ist, der entsprechende Supermutant meist nicht weit entfernt. Na komm. Ach, da ist was in der Nähe. Ernsthaft? Du bist eine ganz schlaue Curie, ehrlich. Na komm. Da reiße ich mir echt ein Bein aus für diese Folge. Ja, gut. Der Plan war gut, die Durchführung eher mangelhaft. Aber das Problem ist, mit unserer Schrotflinte kommen wir auch auf Entfernung nicht weit. Wir gucken mal. Ach, halt die Klappe, Curie. Wie kommen wir denn jetzt gegen den Typen an? Ach, wir sind nicht allein. Ne, diese 382 roten Punkte auf unserem Radar. Na komm. Curie, geh mal aus dem Weg, beziehungsweise halt da mal die Stellung. Ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ach, Curie. Ach, dieser dusselige Roboter, ne? Na komm, wo ist er? Okay, 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 okay. Taktischer Rückzug. Der Nachteil bei Curie ist, wir können hier kein Stimpack reinhauen. Na, okay, hier ist ruhig. Wir gönnen uns mal einen Quick Save, denn einen haben wir. Oh, war wohl keine so grandiose Idee. Na komm. Ach, jetzt habe ich auf den Kopf gezielt, ne? Ja. Okay. Gut, 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 gut. Da wollen wir jetzt erstmal noch nicht rein. Den Hund haben wir schon auseinandergenommen. Wir gucken mal eben. Sensormodul nehmen wir mal mit. Wenn wir jetzt hier schon mal unter Dauerbeschuss stehen, können wir uns auch erstmal in Ruhe umgucken. So, Curie. Ist da bestimmt wieder irgendwo so eine Sprengfalle oder so ein Quatsch. Na? Okay, nichts. Überfälliges Buch nehmen wir mit. Ja, das ist was wert. Na gut. Ich vermute mal da oben drin. Kronkorken, Matronen. Patronen nehmen wir mit. Ich wüsste jetzt natürlich gerne, wo der nächste von denen ist.
Okay, der ist da oben. Aber den kriegen wir so nicht. Ohren mir wieder spielen, Streich. Ja, Ohren dir wieder spielen, Streich. Was haben wir hier? Tomaten. Beziehungsweise Tatos. Was ist das? Ne, eine leere Milchflasche brauchen wir jetzt auch nicht. Blöde Geräusche. Ach, halt die Klappe. Was soll ich denn sagen? Na, hier ist niemand. H-Klammer nehmen wir mal mit. Trenchcoat brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was haben wir hier? Buff out Baseball. Ich wollte mir schon immer so eine Baseballgranate bauen. Kam ich aber bis jetzt noch nie zu. Okay, vielleicht kümmern wir uns erstmal darum, hier ein bisschen aufzuräumen. Zumindest ein bisschen, damit wir uns dann in Ruhe... Oh, noch ein Baseball. Ach, kriegen wir nicht. Gut. Da ist keine Tür. Hier geht's nach... Oh, jojojojo. Also scheinen hier zumindest nicht unzählige Supermutanten drin zu sein, wie ich es erst befürchtet hatte. Okay, da ist eine... Na komm. Das ist wahrscheinlich eine total dumme Idee. Aber wir warten jetzt einfach mal auf den. Sollen wir jetzt da reingehen oder? Oh. Hä, hi. Okay, dann schauen wir mal. Gut, wir kriegen ihn zumindest ein bisschen down. Okay, einer ist noch unter uns irgendwo. Curry rattert hier mal direkt durch die Scheißfallen. Mädel, das Prinzip hast du noch nicht so ganz geblickt, ne? Okay. Patronen, die Gewehr brauchen wir jetzt nicht. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Na, da haben wir uns ja wieder toll in die Scheiße manövriert hier. Jetzt gehen wir mal in den Nachbargang. Ach, das ist aber auch eklig hier, ne? Ein Teddybär. Vor einer, was ist das? Eine Kochplatte oder was? Ne, so ein fancy Lettkuchen. Leere Milchflasche brauchen wir auch nicht. Kronkorken nehmen wir mit. Okay. Total heruntergekommen, die Schule hier. Aber das Computerterminal funktioniert noch. Lehrerterminal. Mal gucken, was es hier Interessantes gibt. Memos an Lehrkräfte und Mitarbeiter. Memo von Rektor Tenner. Hallo, wie Sie vermutlich alle bereits wissen, haben die letzten Prüfungsergebnisse an unserer Schule einen Sprung nach oben gemacht und selbstverständlich sind Glückwünsche angebracht. Da Führungsstärke ganz oben beginnt, werde ich im Rahmen der nächsten Schulbezirksversammlung im kommenden Monat als Verwaltungsbeamter des Jahres ausgezeichnet. Man hat mich gebeten, mich bei meiner Ansprache kurz zu fassen, daher beschränke ich meinen Dank auf diejenigen, die am engsten mit dem Projekt in Verbindung stehen, um mehr auf meine Idee und Pläne für die kommenden Jahre eingehen zu können. Ja, so kann man das auch machen. Da haben wir noch eins. Rektor Tenner hat gerne gememot. Viele von Ihnen haben Bedenken geäußert, weil die kürzlich versprochene neue Ausstattung noch nicht eingetroffen ist. Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass ich das Bezirksamt angerufen habe und die besten Leute herauszufinden versuchen, weshalb die Lieferung nicht angekommen ist. Bis dahin arbeiten Sie bitte mit der zur Verfügung stehenden Ausstattung weiter. Dabei handelt es sich um dieselbe Ausstattung, die uns geholfen hat, unsere Prüfungsergebnisse so zu verbessern, dass wir überhaupt erst in den Genuss der Etat-Erhöhung gekommen sind. Was nicht kaputt ist, brauchst du nicht zu reparieren, sag ich immer. Auf geht's, Leute. Der Rektor Tenner. Nur Lesezugriff. Alle Lehrkräfte und andere Mitarbeiter sind hiermit für den Rest der Woche beurlaubt und sollten auch ihre Schüler entlassen. Wenn Sie dieses Schreiben erhalten haben, brechen Sie Ihren Unterricht ab und verlassen Sie die Klasse ruhig und geordnet. Ich werde in meinem Büro sehr damit beschäftigt sein, mein Toupet zu arrangieren, daher will ich unter keinen Umständen gestört werden. Darüber hinaus erhalten alle Schüler in Mrs. Wellborns Geschichtsklasse eine Note zwischen 1 und 1 minus statt der üblichen 1 bis 6. Dies erfolgt auf Grundlage jüngster Studien des Bezirksamtes. Und Sie wissen ja, wie sehr ich das Bezirksamt liebe. Ich bin ein Idiot. Rektor Vollarsch. PS wählt Rusty Burton zum Ballkönig.
Ei, da hat sich wohl jemand ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Oh ne. Da fehlen uns noch welche. Einen zu weit zurückgegangen. Na. Memo. Es versteht sich von selbst, dass ich über die Leichtgläubigkeit der Lehrkräfte hinsichtlich der Ereignisse der letzten Woche sehr enttäuscht bin. Es ist kaum zu glauben, dass beinahe niemand gemerkt hat, dass das Memo eine offensichtliche Fälschung war. Denjenigen von Ihnen, die der Arbeit den größten Teil der letzten Woche ferngeblieben sind, werde ich leider die Bezahlung für die versäumten Tage abziehen müssen. Vielleicht denken Sie ja in Zukunft daran, in Ihrer Freizeit telefonisch erreichbar zu sein. Außerdem sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen und Ihr Passwort auf den Terminals ändern, da ich erfahren habe, dass das Standardpasswort unter den Schülern die Runde gemacht hat. Zudem werden wir die meisten Türen mit Schlössern versehen, um die Sicherheit noch weiter zu erhöhen. Zu guter Letzt, Mr. Wellborn, wird Rusty Burton in den nächsten Wochen nicht an Ihrem Unterricht teilnehmen. Bitte sorgen Sie dafür, dass er sich jeweils am Ende eines Schultages die Hausaufgaben abholen kann. Ja, da hat der gute Rusty es ein bisschen übertrieben. Hatten wir jetzt eigentlich alle? Bin so verplant gerade. Jo. Der Rusty hackt sich ins Terminal und verschickt ein Memo mit dem Namen des Rektors. Hätte klappen können, wenn er nicht auch noch seinen Namen drunter gesetzt hätte. Aber, ne, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das ist ihm bestimmt kein zweites Mal passiert. Leere Flasche, Nuka-Cola, da ist auch nichts drin. Bevor wir irgendwelche ominösen Türen öffnen, Quicksilver. Oh, ich wusste es. Ja, du mich auch. Da. Wir haben ja noch ein, zwei Stimpaks. Ich wusste es, diese Supermutanten eiern einfach zu gerne mit Sprengstoff rum. Was haben wir da? Mentats, Pömpel, Fleisch und Bohnen nehmen wir auch mal mit. Ist nie verkehrt. Hier liegt schon mal nichts mehr rum. Dann gehen wir jetzt erstmal hier in das Klassenzimmer. Oh ja. Das war ja wohl hoffentlich kein Klassenzimmer, das war ja wohl eher der Raum zum Nachsitzen. Hm? Verbranntes Buch. Konnte man die Pulte nicht aufklappen? Schüler hatten doch immer unheimlich viel da drin. Und wenn wir uns die Schule hier angucken, hatten die hier wahrscheinlich Waffen in ihrem Pult. Ach, guck mal hier, die Lehrerschaft hier. Schön den Whisky unterm Schreibtisch. Sind da dieselben Memos? Ja, okay. Die brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Tenner, da muss ich mal an Jan Tenner denken. Das war so eine Hörspielreihe. Oh, ist auch schon 500 Jahre alt. Okay, hier explodiert nichts. Ich warte ja immer noch drauf, wenn man die Lampe vom Pip-Boy anmacht, dass da irgendwelche merkwürdigen Schriftzüge an der Wand sind. Gut, dann haben wir den Flur hier auch abgekaspert. Dann bleibt nur noch der Weg hier, ne? Unten waren wir ja schon. Da haben wir noch ein paar Kronkorken. Entsperren. Ah, okay. Ötte hier. Was ist das? Ja, kann man mal mitnehmen, solange wir es noch tragen können. Drogen. Ey, was ist denn das für eine Schule hier? Nur Kippen und Drogen. Blastout. Brauchen dieses radioaktive Mat. Ach, guck mal. Bestimmt Rustys Schrank hier. Kleber geschnüffelt und sich nebenher noch ein paar Drogen eingeschmissen. Okay. Überfälliges Buch nehmen wir mit. Verbrannter Grockner Comic. Ob man damit irgendwas noch machen kann? Eine Lunchbox mit Kaugummi. Ich nehme diese Lunchboxen einfach mal mit. Keine Ahnung, ob es da vielleicht irgendwie eine Quest gibt, wo man die abgeben kann oder so, aber die machen mir so den Eindruck, als wenn man, ne, da waren wir schon, als wenn man damit nochmal irgendwas anfangen könnte. Schlüssel zum Büro, Nuka und Cram, Kaugummi nehmen wir auch mit. Schülerterminal.